Good morning in the morning und herzlich willkommen zum Reisetag. Barberoni, Manchester is calling. Oh my fucking God. So, für uns geht's jetzt, euch die wichtigsten Punkte sagen. Für uns gab's jetzt schon Frühstück. Für mich gab's Cream of Rice mit Heidelberries, nicht Blueberries, sondern Heidelberries und Dark Chocolate. Und für die gab's ein Shake, Banana. Von TNT. Darf ich einen Code, Werbung für meinen Code machen? Ja. Mit Code Melanie10. 10% sparen. Mit Code Melanie 10% sparen. Und der Banane. Und der Banane. Auf alle Fälle werden wir uns jetzt auf den Weg machen und ich habe ein Caffeinated Beverage mit für einen Zug zum Flughafen. Wird gut und ich freue mich drauf. So, wir sind jetzt da am Flughafen Wien und haben gerade unser Gepäckstück aufgegeben und wir haben es eigentlich genau in die Richtlinien reingeschafft, oder? Ganz genau, 22,3 Kilo. 22,3 Kilo. Auf alle Fälle werden wir jetzt aufs CC gehen und dann machen wir uns auf die Suche nach Alex und Sophie. Hi! Hey! How's it going? Alles gut für euch. Setzt ja, euch. Ausgezeichnet. Vielen Dank. Schön. So. Wie geht's dir? Auch gut. Ich muss sagen, ein bisschen gestresst. Gestern am Abend ist dann so das Stresslevel ziemlich in die Höhe gegangen. Wegen dem Reisen jetzt? Ja, ja. Also, ne, weil ich halt die ganze Zeit das Gefühl gehabt habe, irgendwas nicht einpackt zu haben, irgendwas vergessen zu haben oder sonst was. Und heute in der Früh auch nochmal, da war irgendwie so auch Zeitdruck gefühlt da, obwohl er nicht da war, weil wir halt viel zu früh dran waren. Ich weiß gar nicht wie lang, aber um 9.30 Uhr bin ich eingeschlafen. Ja. Um 3.30 Uhr war ich wieder munter. Perfekt. Ja, und perfekt. Hier bin ich aufgestanden. Wie schaut die Nutritional Situation aus gerade? 235 Gramm Carbs. Wow. Wie zufrieden bist du auf einer Skala von 1 bis 10? 9,5. Ja? Es gibt immer Luft nach oben. Jetzt geht immer Luft nach oben. Sophie und Jan, noch einmal herzlich willkommen. Ja, danke. So, jetzt haben wir hier 5 von 9. Am verlängerten Schwarzen. Mineral. Und die Sophie? Stabil? 49. Und? Oh, cool. So witzig. Alex mit der Kamera. Petra? Mit der Kamera? Yeah. Perfekt. Kein Problem beim Security Check. Was haben Sie gesagt zu den Heels? Gar nichts. Stabil. Mein Rucksack, der Rucksack von Alex, der wurde infiziert. Wirklich? Ah, der Alex. Ja, ich glaube, Sie wollten nur, dass es ein sicher Druck gibt. Er ist doch auf Stoff. Vielleicht. So, ich habe mir jetzt noch von so einem Frühstückscafé Honig und Nutella geholt. Als Reiseproviant für die Reiswaffeln. Und jetzt geht's weiter zum Gate. Es ist voll weird, da oben zu gehen. Ja, man fühlt sich wie so ein Übermensch. Ja, ja. Übermensch. Wow. Are you excited? Woo! So, wir haben hier einen extra Platz gebucht mit mehr Beinfreiheit. Und mit der Verantwortung, den Notausgang zu öffnen. Und mit der Verantwortung, den Notausgang zu öffnen. Ja. Ich bin nicht bereit für diese Responsibility. Jetzt werden sich einige fragen, okay, was machen wir jetzt diese eineinhalb Stunden beim Flug? Einerseits haben wir hier weiterhin Winning. Und andererseits Nintendo Switch mit Pokémon Schwert. Bestes Leben. Es war tatsächlich jetzt, ich würde sagen, Barberoni, das war während der Prep jetzt eine meiner besten Investitionen, die Pokémon Switch, die Nintendo Switch mit Pokémon. Nicht die 7 Paar Schuhe, was du gekauft hast? Die 7 Paar Schuhe waren auch wichtig. Die waren sehr, sehr wichtig. Aber vor allem jetzt auch die Nintendo Switch. Okay. Aber die 7 Paar Schuhe waren mega wichtig. Mega, mega wichtig. So, wir sind jetzt in der Luft. Und es gibt die nächste Mahlzeit. Ich bin wirklich schon am Verhungern. Kann man was zu sagen. Und wir haben jetzt folgendermaßen prepared. Das heißt, wir haben jetzt hier die Maiswaffeln, wir haben Nutella, wir haben Honig, wir haben Bananen und wir haben noch reichlich anderes Zeug mit. Und das wird sich jetzt einmal hier einverleibt. Perfekt. Dann werden wir die restliche Zeit vom Flug damit verbringen,
dass wir lesen und Nintendo Switch spielen. So schauen wir aus. Danke. So, in Manchester angekommen. Wie war der Flug? Sehr entspannt. Entspannt, oder? Sehr entspannt. Ist gut gegessen, ja. Ha? Ja. Stabil. Gut. Gut, jetzt sind wir jetzt da in Manchester angekommen. Sitzen hier am Flughafen in der Testzone. Denn wir müssen ja einen Covid-Test machen bei Ankunft. Aber wir dürfen eine halbe Stunde vor dem Test nichts essen und nichts trinken, außer Wasser. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, weil wir alle starven, dass wir jetzt was essen, dann eine halbe Stunde warten und dann in weiterer Folge einen Test machen, bevor es dann schlussendlich mit Uber zum Apartment geht. Und dadurch, dass ihr heute 1000 Gramm Carbs habt, es gibt jetzt einiges. Es gibt einiges. Ja? Die haben jetzt beispielsweise in dem Shop, wo wir gerade waren, zwei dieser Rice Krispie Squares Marshmallow gekauft. Ja, die sind extrem leicht verdaulich, gehen gut rein, easy peasy Carbs. Und hier jetzt von daheim noch mitgenommen, Schoko Krispies, ja, 150 Gramm, dann hier Almond Milk. Enjoy. Almond Milk gerade gekauft, hier noch Melon and Grapes und das werden wir uns jetzt alles hier genehmigen, denn wir müssen an Glycogen replenishen. Ja, an Glycogen replenishen. Und dann gehen wir uns einen Test zuführen und stabil. Genau, that's it. Gut, wir holen uns jetzt ein Uber. Es geht jetzt direkt vom Testcenter, denn wir waren jetzt gerade am Testen, zum Apartment. Und dann gehen wir was einkaufen. Und wenn wir was einkaufen machen, gibt es noch was zu essen. Und dann werden Sophie, ja, Melli und ich ins Flex and Home fahren. Weil hier war Upper Body Pump Session. Der Alex filmt mich gerade. Ist komplett arg gerade wieder. Krass Inception. Krass Inception. Gibt der Upper Body Pump Session und natürlich noch reichlich Food heute. UK Food. Und ja, let's enjoy this trip. Wir fahren in Unterkunft und wir haben jetzt hier dieses wunderschöne Monster Ultra Black. Ja. Das letzte Mal habe ich das getrunken. Und ich weiß nicht, vielleicht können sich noch ein paar Leute daran erinnern. Das war in der US auf dem Weg in Yosemite National Park in Manu. Ja. Da habe ich das Monster an einer Tankstelle gefunden und dann haben wir das Monster gekauft und das war gut. Das war jetzt nicht sehr gut, aber wenn man mal die Möglichkeit hat, es wieder zu trinken, dann trinkt was. Genau. Dementsprechend fahren wir jetzt M27. Das ist englische Postleitzahl. Und fahren zu unserem Apartment. Es war nichts außer Sims 4. Geil. Es war Sim. I guess that's our bedroom. Oh, ups. Das ist so geil, dass alle Häuser in England gleich verschieden sind. Magst du das vielleicht selber schon? Ja. Weil ich bin gerade ein bisschen... Okay. Okay, aber it's pretty! It's very pretty. Wow. Wow, wow. Wow. Können wir drei Wochen bleiben? Wow. Ich bleibe hier. Ist gut? Wow. Schön, oder? Ja. Und hier können wir auf jeden Fall ein guter Ort zum Chillen haben. Dann haben wir auch eine Terrasse. Geil. Geil. Schön gut. Einfach gut. Wow, it's so nice. Haben wir vier Schlafzimmer. Yeah. Gut, wir werden uns jetzt auf den Weg zum Einkaufen machen. Ich werde euch da nicht mitnehmen. Ich will mich da ein bisschen auf die Dinge konzentrieren, die wichtig sind. Also den Einkauf selbst. Und werde euch danach ein bisschen zeigen, was ich gekauft habe. Aber es geht hier sehr viel um Basics. Wir werden hier keine brutalen Dinge machen. Wir werden morgen einen ganz normalen Taper Day haben mit 200 bis 300 Gramm Carbs. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Dementsprechend werden wir jetzt nicht in Übermaß einkaufen, aber definitiv für heute schon mal für den Ladetag noch ein wenig Carbs. Und ja, werde ich dann einfach so ein bisschen ein Food Haul machen. Ja, sonst nothing fancy. Apartment ist schön, das Leben ist schön. Welcome to this grocery haul. Im Grunde genommen ein paar Specialties, ein paar Nicht-Specialties. Wir wollen uns ja jetzt nicht im Peak auf irgendwelche,
auf irgendwelche Unklarheiten stürzen. Wir haben hier ganz normal dunkle Schokolade, wir haben Rice Krispie Squares mit einmal Salted Caramel Pretzel und einmal Marshmallow. Und es ist extrem leicht verdaulich, Reisbars, mehr oder weniger, mit ein bisschen Sugar. Dann haben wir hier Reiswaffeln, einmal Plain-Varianten, einmal die Snack Jacks, ja, mit Salt and Vinegar, Karamell und Schoko, die sind extrem, extrem gut. Und Monster, Coke Zero Decaffeinated, wir haben hier Almond Milk, wir haben hier Cocoa Pops, wir haben Bagels, ja, Cinnamon Raisin Bagels, wir haben Blueberries, wir haben hier Broccoli, bisschen Cooked Chicken, ganz, ganz wenig, falls ihr es braucht, sonst nehme ich es mit am Montag in den Flug. Und ansonsten hier Honig, auch für den Wettkampf. Und ja, das sieht eigentlich. Also ist jetzt wirklich nicht so ein Special Ding. Wir haben es dann noch mit Petra, Alex etc. zusammengetan, um Reis, Chicken, was haben wir noch gekauft? Haferflocken. Haferflocken. That's it. That's it. Reis, Chicken, Haferflocken haben wir jetzt alle zusammen noch gekauft und ja, das ist jetzt eigentlich so the plan. Exactly. Gut, wir haben jetzt inzwischen 15.30 Uhr und es gibt das Pre-Workout-Meal, weil es geht ans Training ins Flex and Tone. Und zwar haben wir jetzt hier zwei Cinnamon and Raisin Bagels mit Jam und hier die Snack Jack, Salted Caramel, Snack Jack, Salted Vinegar, dann haben wir hier 200 Gramm Heidelbeeren und ein Gemisch aus Naked Whey und Almond Milk, ja? Und dazu 300 Milliliter Caffeine-Free Diet Coke. Damit der Kopf denkt, der kriegt jetzt ein Pre-Workout, kriegt er aber nicht. Und danach gibt es noch ein Pump-Booster, genau. Dementsprechend wird es jetzt gegönnt und genau, es wird gegönnt. Und jetzt haben wir da noch eine zweite Portion. Genau. So schauen wir da aus. Nussmus? Ja, Peanut Butter sowieso. Jetzt geht's ans Training. Das wäre auf jeden okay, fuck. Ist wirklich extrem, extrem, extrem geil. Extrem abgepackt, extrem laut, extrem viel Auswahl. Es ist extrem geil. Und damit herzlich willkommen zu diesem YouTube-Trainings-Voice-Over der Upper Body Pump Session. Ja, Callum hat mir hier klare Anweisungen gegeben, dass sie nicht zu intensiv trainieren soll. Das Goal hier von der Session ist schlussendlich nur, dass wir Blut in die Peripherie rausbringen, in die Zielmuskulatur, ja, dass wir den Kohlenhydraten mehr oder weniger den Weg zeigen, ja, in die Muskulatur, dort wo sie hin sollen, ja, um die Glykogenspeicher zu füllen, nachdem ich jetzt 2 Tage mit 1000 Gramm Kohlenhydratendaten habe, ja. Und deswegen sehr, sehr niedriges Volumen auch hier. Hohes Volumen ist jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht nötig. Und moderate Trainingsintensität. Wie gesagt, wir halten uns hier ungefähr bei 1-2 Reps in Reserve auf. Und ja, schauen einfach, dass wir hier die Zielmuskulatur kontrahieren und in einer angemessenen Art und Weise stimulieren, um schlussendlich, wie gesagt, einfach ein bisschen Blut reinzubringen. Gut, dann sind wir hier beim Upper Back ankommen. Also erste Übung war ein Lat Pulldown, der Nitro Lat Pulldown von Nautilus. Ja, es ist, also diese Nautilus Maschinen sind wirklich, wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Ja, also wenn es so eine Marke von Maschinen gibt, die mir wirklich irrsinnig gut gefällt, dann ist es Nautilus, definitiv. Also
sowohl der Pulldown als auch hier die Nitro Row, ja, die ist, also sind beide ein Wahnsinn, ja, und hier auch die Presses, also das ist jetzt die Plate Loaded Press hier von Nautilus, die schräge Variante, die mir irrsinnig gut gefällt. Daneben war die Sophie auf der normal horizontalen, die ist auch irrsinnig geil. Und wir haben danach noch die horizontale Stack-Loaded-Variante gemacht, die man auch sehr, sehr gut einstellen kann. Also hier kannst du auch einstellen, wo die Rückenlehne ist jetzt im Verhältnis zum Oberkörper mehr oder weniger, beziehungsweise im Verhältnis zu den Griffen. Und so kannst du die Range of Motion klar definieren und so weiter und so fort. Also das ist da ziemlich gut. Also sehr, 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 sehr geile Maschinen hier. Flex and Tone und ja, wie ihr gesehen habt, die Stimmung ist auch echt geil. Also wie gesagt, einen Satz Latissimus, einen Satz Upper Back, einen Satz Clavicular Fibers, also für die Upper Chest, einen Satz die kostalen Fasern, also für die mittlere Brust. Genau, generell dafür einfach die kostalen und sternalen Fasern von der Brustmuskulatur. Und dann sind wir eigentlich schon übergangen zu den ganzen Isolationsübungen. Das heißt hier zwei Sätze Side Delts, einen Satz Rear Delts, einen Satz Tricep, einen Satz Bicep und dann sind wir eigentlich hier schon durch gewesen. Ja? Eigentlich können wir sagen, dass dieses Training ein Nautilus-Training war. Die fünfte Übung und die fünfte Übung von Nautilus. Und dann sind wir eigentlich übergangen zu Rear Delt Rows an der, ich glaube es war Galaxy tatsächlich. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, das ist eine Galaxy-Maschine. Zumindest ist es gleich gebaut wie die Galaxy. Ich bin mir jetzt gerade wirklich nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Markenname oben gestanden ist. Auf alle Fälle ähnlich gebaut wie die Galaxy Row, die bei uns im Dust Gym, im Gym oder Gym steht. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Jetzt für einen Satz Rear Delts. Hier beim Rear Delt Row wirklich schauen, dass wir ein hohes Maß an Schulterstreckung erzielen, ohne zu viel Schulterblatt-Retraktion mit reinzubringen, um nicht Upper Back Row draus zu machen. Aber ansonsten eigentlich relativ smooth die Übung. Dann sind wir hier Übergang zu Bicep Curls, an dieser Yates Preacher mehr oder weniger. Ja, mir auch ziemlich gut gefallen. Ist eine ähnliche Maschine, wie wir sie auch im Gym stehen haben. Und dann hier noch die Tricep Pushdown Machine von, ich glaube, Precor war es. Ich glaube, Precor, ja. Ja, auf jeden Fall hier Tricep Pressdown Machine. Hat mir auch irrsinnig gut gefallen. Und ja, hier noch einen Satz geballert. Ich glaube, der Satz war sogar mit 25 Wiederholungen oder sowas. Also der war irrsinnig high rap, weil ich mir einfach gewichtstechnisch ein bisschen unterschätzt habe. Ja. Hier sieht man, dass die Brust relativ gut kommt, dass der Tricep relativ gut kommt. Schulterkopf schaut schön aus. Schultern waren trotzdem zu wenig auf der Bühne, muss ich sagen. Waren einfach zu wenig auf der Bühne. Da muss mehr gehen. Und Midsection schaut auch nicht zufriedenstellend aus. Ja. Da weiß ich auch fürs nächste Mal Prep. Ich brauche wahrscheinlich ein bisschen mehr Bauchmuskulatur. Tatsächlich. Ich brauche wahrscheinlich tatsächlich ein wenig mehr Bauchmuskulatur. Aber so gut. Das war's jetzt fürs Voiceover. Mit dem Voiceover, genau. Und wir schauen weiter. Ja, super. Okay, gut. Wir sind jetzt auf dem Weg heim von Flex and Tone. Habe jetzt noch die Goods gegrabt von Frontline Fitness. Und ja, also generell muss man sagen, der Callum wollte unbedingt, dass ich so ein natürliches Diuretic kaufe und das zum Gym bestelle, wo ein Kunde von ihm arbeitet, Oscar. Und jetzt habe ich da irgendwie über eine englische Website H2O Remove bestellt. Und komplett weird. Also einfach so ein natürliches Diuretic. Perfekt. Einfach perfekt. Dementsprechend jetzt nochmal 20 Pfund rausgehaut für einen Uber von Flex and Tone zu dem Gym. Und von FLF, also dem anderen Gym, jetzt wieder heim. Perfekt einfach. Und das für ein natürliches Diuretic, das sowieso eigentlich unnötig ist.
Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass sie wegen dem jetzt, oder dass wir wegen dem jetzt, noch einen 30 Minuten Uber-Ride gehabt haben und nur einmal 20 Pfund gezahlt haben. H2O Remove. So, jetzt hier der erste Part der letzten Mahlzeit. Bisschen Greens noch, bisschen gab es ja schon in der Früh, in der ersten Mahlzeit. Dann haben wir hier noch Heidelbeeren mit Cream of Rice, bisschen Whey, Zimt und hier eine Decaf Diet Coke. So, jetzt hier noch die zweite Runde mit ein paar Snack Jacks. So, und jetzt gehen wir hier noch in die dritte Runde. Und mit dieser dritten Runde verabschiede ich mich jetzt auch schon von dem heutigen YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir haben euch super Eindrücke vermitteln können von diesem ersten Tag des Manchester Trips. In diesem Sinne, bitte Kommentare lassen für den Algorithmus, Daumen nach oben, Subscribe und dann sehen und hören wir uns wahrscheinlich morgen. Gebt's Gas, passt auf euch auf, auf die Zeit, träume krass zu stellen. Wir sehen und hören uns demnächst. Peace!